Ey, yo Leute, was geht ab? College am Start. Heute gibt's endlich die dritte Folge von Beat Breakdown. Und für diejenigen, die das Format noch nicht kennen, das ist ein Format, bei dem ich einen Beat nehme, der gut bei euch angekommen ist. Und ich versuche, diesen Beat komplett zu deconstructen, also von der Sound Selection zum Mixing bis zum Arrangement. Alles wird hier erklärt. Und ja, für diese dritte Episode dachte ich mir, ich nehme mal den Beat, den ich erst letztens released habe. Der nennt sich Night King und ist so ein düsterer Travis Scott / Drake Type Beat, so in die Richtung. Und ja, man, hier ist die Session offen. Und ich werde mal hier ein Part loopen und euch mal komplett zeigen, wie ich den Beat aufgebaut habe. Und ja, das Ganze hat hier angefangen mit diesen Bells. Die Bells sind hier von Omnisphere, das sind die Delish Bells und die hören sich so an. Also sind sehr dynamisch und haben auch so einen düsteren Touch und deswegen habe ich die gepickt. Und habe dann hier erstmal dieses Pattern gespielt und habe noch, wie ihr hier sehen könnt, viel mit der Lautstärke gemacht, weil diese Bells sind extrem dynamisch und ich wollte so ein bisschen anderen Vibe hier mit erzeugen und habe deswegen hier eben viel mit der Lautstärke gemacht. Also das hier sind die Bells. Und der Scale hier von diesem Beat war A minor und dieser empfiehlt sich auf jeden Fall für so düstere Sachen. So, der zweite Sound war dann einfach hier ein Layer von dem ersten Sound. Also ich habe hier einfach die Melodie genommen, habe sie hier reinkopiert, habe hier das Preset Soft Science verwendet von Omnisphere und das ist mehr so ein softerer Bell Sound und hat sich halt perfekt eingefügt mit dem ersten, der halt mehr so dynamisch ist und mit mehr Attack. Und ja, zusammenhören die zwei sich dann so an. So, nachdem ich so meine Main-Melodie habe und noch eine Support-Melodie, die das Ganze ein bisschen unterstützt, aber ohne so den Vibe so komplett zu verändern, gehe ich dann meistens so vor, dass ich dann entweder hier meine Hi-Hats setze, um damit so erstmal so einen Grundrhythmus zu erzeugen, um darauf dann aufzubauen. Oder was auch oft vorkommt, ist, dass ich den Bass dann einfach setze. Und hier war es dann der Bass. Ich habe mich hier für den Good Music Bass aus dem Balance Sample Kit entschieden. Habe dann hier ein ganz simples Pattern gespielt. Also ich habe hier einfach nur immer das D gespielt und am Ende bin ich dann so eine Note runtergegangen. Hier zum C. Und ja, für diese düsteren oder schon leicht aggressiven Beats braucht man eigentlich meistens nicht so viele Noten-Change-Ups. Da empfiehlt es sich meistens einfach nur eine Note zu spielen und die dann richtig zu setzen, um den richtigen Bounce zu erzeugen. Und ja, das habe ich dann hier gemacht und das Ganze hört sich dann hier so an. Also hier war so das Ziel, effektiv zu sein, aber simpel. Also nicht zu sehr zu übertreiben, nicht den Artist zu sehr abzulenken von krassen Arrangements, sodass er nicht drauf flowen kann, sondern wirklich simpel bleiben. Aber die Sachen, die man hat, die wenigen, soll man effektiv einsetzen, um dadurch dann so einen krassen Vibe zu erzeugen. So, danach kamen hier die Hi-Hats. Bei den Hi-Hats habe ich hier sogar drei Hi-Hats verwendet. Und alle drei Hi-Hats machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. So, ich habe hier zum Beispiel einmal so eine ziemlich dynamische, bouncige Hi-Hat, die einfach nur hier sowas spielt. So, die gibt ein bisschen den Rhythmus erstmal an und ich habe hier auch viel mit Noten-Change-Ups gemacht und auch hier mit der Lautstärke, wie ihr hier unten sehen könnt. So, die zweite war mehr so eine für die Hi-Hat-Rolls. Und die dritte war dann mehr so die typische Two-Step-Hi-Hat-Pattern, die man so üblicherweise kennt, um halt mehr Energie zu erzeugen und auch dem Ganzen so ein bisschen mehr Tempo zu geben. Und hier auch dann viel mit der Lautstärke gemacht und viel mit den Noten-Change-Ups, um einfach mal so ein bisschen mehr Abwechslung zu erzeugen, aber trotzdem noch den Vibe zu behalten und den ganzen Rhythmus. Und ja, man, direkt danach kamen dann hier die zwei Snares, die sind gelayert. Hier einmal die hier. Und als Layer dann nochmal hier die zweite, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Punch zu geben. So, dann, nachdem ich die hatte, habe ich dann noch so eine bouncige Snare genommen. Einfach so, um ein bisschen mehr Bounce zu erzeugen und ein bisschen mehr auch mit diesen Noten hier, mit diesen Gs hier, ein bisschen mehr so eine düstere Stimmung zu erzeugen. So, dann hier noch eine simple Open Head, die den ganzen Rhythmus noch so ein bisschen unterstützt.
Und ja, dann kam hier auch noch die Kick. Bei der Kick habe ich es versucht, ein bisschen dynamischer zu spielen, also ein bisschen hier mit der Lautstärke zu spielen, vor allem bei den Noten, die halt so aufeinander folgen, die so schneller sind. So, und diese Kick ist auch aus dem Balance Sample Kit, wie auch hier alle anderen Drums. Also komplett alles hier wurde nur mit dem Balance Sample Kit gemacht. Für diejenigen, die es abchecken wollen, auf jeden Fall den Link in der Beschreibung checken. Und ja, das war dann hier so der Main Beat, so in die Richtung geht es. Und hier war aber dann die große Herausforderung, einen Sound zu finden, der die Hook noch ein bisschen unterscheidet. Und meistens ist es dann der Struggle, dass man einen Sound braucht, der die Hook ein bisschen unterscheidet, aber ohne von dem Main Vibe so zu viel zu entfernen. Und ja, dann nach langem Suchen, rumexperimentieren, Melodien austauschen und so weiter, habe ich hier dieses Pattern gemacht. Und der Sound, den ich hier verwendet habe, war aus Omnisphere. Das waren hier diese Enchanted Plugs, die sind ganz simpel. Also ein ganz simpler Plug-Sound, hat sich aber hier perfekt eingefügt und hat halt nicht zu viel von dem Vibe hier entfernt. Und ein Hauptgrund dafür, wieso er halt nicht zu viel von dem Hauptvibe entfernt hat, war eben, dass ich die Noten hier ganz simpel gespielt habe. Also ich habe hier einfach nur ein D gespielt und bin am Ende so, wie auch ähnlich bei dem Bass, einfach eine Note hochgegangen oder runtergegangen. Also das könnt ihr mal auch ausprobieren, einfach simple Sachen spielen und die fügen sich meistens besser ein als die ganz komplexen Sachen. So, das Motto ist halt wirklich bei diesen Beats, so keep it simple, but don't be basic. Also ihr müsst euch auch vorstellen, dass ein Artist später noch drauf aufnehmen will und wenn da nicht genug Platz ist und wenn der Beat dann zu viele Abwechslungen drin hat und den Artist komplett ablenkt von seinem Flow, da habt ihr dann auf jeden Fall ein Problem, vor allem wenn ihr halt eure Beats online verkaufen wollt. Da müsst ihr immer dran denken, simple halten, aber nicht basic sein und mit den wenigen Sounds, die man hat, versuchen so das Maximale rauszuholen am Vibe. Und ja, das Pattern war dann hier wie gesagt ganz simpel und hört sich dann hier mit dem ganzen Rest so an. Dann hatte ich das Ganze hier fertig arrangiert, habe noch so die Übergänge gecheckt. Meistens mache ich dann noch am Ende so die ganzen Transition-Effekte oder vielleicht noch so kurze Vocal-Sharps. Sowas in der Richtung, vielleicht immer so jede vierte Bar, jede achte Bar. Und ja, den passenden Sound habe ich hier direkt im Balance Sample gefunden. Das war hier dieses Dark Matter Effects. Das war hier perfekt, hat den Übergang geschafft und war auch düster. Passt perfekt hier zu diesem Type von Beat. Ja, zusammen hört sich das Ganze dann hier so an. Und dann geht es dann eben in Verse. Und ja, das waren dann hier so die ganzen Sounds. Insgesamt sind es 13 Sounds. Und ja, diese 13 Sounds habe ich dann im Arrangement so platziert, dass die eben nicht zu sehr von dem Grundvibe entfernen, aber immer noch eben die Abwechslung bringen. Zum Beispiel haben wir hier im Intro die Main-Melodie, die geht hier 4 Bars lang. Und im zweiten Part von dieser Intro-Melodie kommt dann noch hier die zweite, die Support-Melodie. So, und das Ganze droppt dann hier in die Hook. So, erstmal der erste Part der Hook. Da habe ich hier den Bass gespielt, die Hi-Hats und den Hook-Synth. Das Ganze baut so langsam die Spannung auf. Es gibt so die Richtung vor, okay, der Beat geht so in die Richtung und droppt dann eben im zweiten Part der Hook hier mit dem ganzen Rest des Sounds. So, und das Ganze droppt dann hier in den Verse und im Verse ist es dann so, dass die Energie so ein bisschen runtergeht und es baut sich dann wieder so langsam Stück für Stück auf. Und ich habe dann hier die Snares spielen lassen, den Main Synth und dann hier die Hi-Hat kommt dann langsam rein, hier ein bisschen verzögert. Und hier bei diesem Part habe ich dann so versucht, die erste Hi-Hat hier auszusetzen, aber die zweite hier noch zu spielen, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und dann eben härter in den Verse rein zu droppen. So,
So in dem Main Verse kommt dann auch hier der zweite Part von der Melodie, beziehungsweise die Support-Melodie. Und diese Melodie setzt dann hier aus im nächsten Part. Dafür kommen aber hier noch die Hi-Hats, um das Ganze interessanter zu halten. Und ja, dann kurz bevor die Hook losgeht, habe ich dann hier einfach diesen Part hier nochmal rüber kopiert, habe aber dafür so ein paar Sachen ausgesetzt, um den Übergang zu schaffen, dass es dann eben nicht zu abrupt so stoppt und dann in die Hook reingeht. Ja, dann kommt dann hier direkt die Hook. Die ist hier genauso wie die erste Hook. Das Ganze habe ich dann hier so rüber kopiert. Ja, habe das Ganze dann hier so geloopt, bis wir hier dann ein 4-Bar Intro haben, 8-Bar Hook, 12-Bar Verse, dann wieder eine 8-Bar Hook, 12-Bar Verse und am Ende noch die letzte Hook. Und dann ganz am Ende habe ich dann hier noch ein bisschen so einfach nur, um das Ganze mehr abklingen zu lassen, so den Bass hier noch gespielt am Ende. So einfach so, um das Ganze so ein bisschen abklingen zu lassen. Und ja, das war dann hier so das ganze Arrangement von dem Beat. Wir schauen uns dann hier mal kurz das Mixing an. Und hier habe ich auf jeden Fall sehr viel beim Bass gemacht. Und ich werde mal die ganzen Effekte hier, das sind ja hier 7 Effekte, mal stumm schalten, um euch kurz mal zu zeigen, wie sich das Ganze hier vor den Effekten angehört hat. So, der Bass ist auf jeden Fall ziemlich nice, nur das Ding ist, dass hier bei diesem Beat wollte ich einen bestimmten Vibe erzeugen und deswegen habe ich dann hier so viele Plugins verwendet. Normalerweise mache ich das eigentlich nie. Bei diesem Bass wollte ich dann mehr Sounddesign machen mit den Mixing-Plugins anstatt das traditionelle Mixing, wo es einfach meistens nur darum geht, einfach die Sachen richtig zu positionieren. Also schauen wir uns das Ganze mal hier an. Zuerst haben wir hier den R-Bass drauf und mit dem wollte ich ein bisschen mehr Bass rausboosten, weil ich wusste, ich wollte später noch ein bisschen mehr Distortion draufpacken, bisschen mehr Saturation vielleicht, um das Ganze aggressiver zu machen und düsterer auch noch zugleich. Und durch diese ganzen Distortions, durch die ganzen Saturation Plugins geht dann viel Bass verloren und ich wollte es ein bisschen hier so kompensieren, also ohne R-Bass. Und das ist jetzt hier mit. Also das Ganze gibt dem ein bisschen mehr Bass. So, dann habe ich hier einen FX Vintage Exciter verwendet und den verwende ich nicht nur gerne auf Samples, um das Ganze so Vintage-mäßiger, Oldschool-mäßiger klingen zu lassen, sondern hier auch oft bei Bass-Sounds, um dem Ganzen dann eben so einen Vintage-Distortion-Charakter zu geben. Und ja, ohne diesen Plugin hört sich das Ganze so an. Und mit Plugin so. Also ist auf jeden Fall ein sehr krasser Unterschied, ihr hört vor allem in den Höhen, wie sich das Ganze komplett verändert. So, danach hatten wir hier einen Equalizer, das ist der Shaps 73 und das ist eine Emulation von einem alten Neve. Und mit dem wollte ich so die Mitten und die Seiten von diesem Bass so ein bisschen besser kontrollieren. Ich wollte hier diesen Bass ein bisschen mehr in den Seiten hören, anstatt in den Mitten, wo die Kick ist. Und ja, dafür gibt es dann hier ein gutes Preset, nennt sich hier Stereo Horns. Und da habe ich dann noch ein bisschen hier die Parameter getweakt, habe hier so ein bisschen mehr von den Seiten. Also ihr müsst hier sehen, hier links sind dann komplett die Mitten von Bass, rechts sind hier die Seiten und ich habe hier die Seiten halt vor allem bei den mittleren Frequenzen geboostet, um das Ganze dann eben breiter zu machen und so mehr Platz für die Kick zu lassen. So, das hier ist jetzt ohne Plugin. Und mit Plugin hört sich das Ganze jetzt hier so an. Also der Bass ist auf jeden Fall in den Mitten viel breiter und ja, das wollte ich hier so erreichen. So, das Ganze habe ich dann hier komprimiert, einfach nur ganz wenig, um ein bisschen so die Dynamik rauszunehmen. Also hier Maximum 2 Dezibel Gain Reduction, einfach nur um ein bisschen das Ganze so mehr zu kontrollieren. So, das Ganze habe ich dann ein bisschen breiter gemacht, vor allem hier eben in den Tiefen, da wo die Kick sich auch abspielt. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall bei solchen Bass Sounds das Ganze ein bisschen breiter zu machen, dass die Kick dann so ihren Raum hat in der Mitte. So, das Ganze habe ich dann hier in den Equalizer eingepackt, einfach um das Ganze ein bisschen mehr düsterer zu machen. Und am Ende hatten wir dann hier noch einen Multiband-Kompressor für die Kick. Mit diesem Multiband-Kompressor wollte ich einfach so die Kick zur 808 Sidechain. Und ja, falls ihr das Sidechaining-Video verpasst habt, da erkläre ich alles, wie ich das Ganze einstelle und alles Mögliche, was ihr da beachten sollt. Das könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. So, das war auf jeden Fall sehr viel bei dem Bass. Normalerweise, wie gesagt, mache ich eigentlich sowas nicht. Nur bei diesem speziellen Fall war es, ich wollte halt wirklich so den Bass komplett anders designen. So, dann die Kick. Bei der Kick habe ich einfach nur ein bisschen von den Tiefen rausgenommen, ein bisschen mehr so den Platz zu schaffen für den Bass.
So, danach hatten wir hier den ersten Bell-Sound. Bei dem habe ich hier erstmal ein Isolo Vinyl draufgepackt, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr einen Vintage-Charakter zu geben. Habe hier so den Warp-Depth ein bisschen hochgedreht, um so diesen Pitch-Up, Pitch-Down-Effekt zu erzeugen. Dann habe ich hier noch das Jahr noch zurückgedreht, um das Ganze noch Vintage-mäßiger klingen zu lassen. So, ohne Isolo Vinyl hört sich das Ganze jetzt so an. Und mit Isolo Vinyl so. Also das gibt auf jeden Fall so diesen Vintage-Charakter. So, danach habe ich das Ganze dann hier ein bisschen düsterer klingen lassen und ein bisschen so die Tiefen rausgenommen, um eben Platz so zu machen für den Bass, für die Kick und so weiter. So, dann hatte ich hier noch einen Imager, weil das Ding ist, dieser Bell-Sound war ein bisschen zu breit und ich wollte es ein bisschen mehr Mono haben, weil das Ding ist, wenn ihr dann zum Beispiel auf irgendwelchen Mono-Systemen hört, zum Beispiel die meisten Handys sind ja Mono und da kann es sein, dass solche zu breiten Sounds sich dann nicht mehr so gut anhören oder vielleicht sogar komplett verschwinden und ihr die nicht mehr hören könnt. Und ja, deswegen müsst ihr halt hier auf jeden Fall darauf achten, nicht zu breite Sounds hier zu haben. So, das hier war der Bell-Sound. Der zweite Bell-Sound, den habe ich hier so ähnlich bearbeitet, habe hier erstmal ein Isolo Vinyl draufgepackt, um den Ganzen so die Vintage-Vibes zu geben. Und danach hier noch ein EQ, um eben die Tiefen rauszunehmen und sogar noch hier einiges an den Mitten. So, dann beim Hook-Synth eigentlich so ziemlich das gleiche wie beim Bell-Sound. Hier erstmal ein Isolo Vinyl und dann hier ein Equalizer. So, den habe ich aber so eingestellt, dass hier fast nur die eine resonierende Frequenz gespielt wird. Also die hier. So, das waren dann so die ganzen Melodien und bei den restlichen Drums hier habe ich eigentlich nichts draufgepackt, außer hier einen ganz kurzen Reverb hier drauf. Das war hier der Reverb von Waves, ganz kurze Time, einfach hier auf 1,1 Sekunden, um das Ganze dann eben so ein bisschen in den Raum zu stecken. Und ja, das war dann eben so alles am Mixing, was ich gemacht habe. Das meiste war hier wirklich bei dem Bass und bei den Melodien. Sonst hier bei den Drums nichts draufgepackt, außer hier einen kurzen Reverb und bei der Kick einen ganz leichten EQ-Cut. Und ja, das war dann auch so das heutige Video, Leute. Heute gab es einen Beat-Breakdown. Ich habe euch gezeigt, wie man einen düsteren Travis Scott/Drake-Type-Beat macht. Falls ihr weitere Videos rund um die Musikproduktion nicht verpassen wollt, auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, bald kommt dann auch noch eine richtig krasse Ankündigung für die Producer Gang. Da habe ich auf jeden Fall was Nices vorbereitet und ich glaube auf jeden Fall, viele haben darauf gewartet. Das kommt dann bald und wir sehen uns dann direkt beim nächsten Mal, Leute. Peace.